Diese beiden Typen waren ehemalige NATO-Hochbussen, seinerzeit einer der besten. Im Jahre 1965 war Baubeginn derselben. Seine Glanzzeit war 1968, als die russischen Truppen mit Prag gezogen. Heute dienen die Tübel zur Aussicht, weiter ist ein Freizeitpark am hohen Bogen, der vor uns steht. Wenden wir uns nun wieder zur rechten Seite. Hier befinden sich die beiden Ostergipfel, die 1293 bzw. 1266 Meter. Über den Bergkamm hinweg am Gipfelkreuz vorbei führt die böhmisch-bayerische Landesgrenze. Vom Moser aus besteht auch die Möglichkeit, über den Lammerwinkel zu gleiten und das Ganze zu sehen wie zu unserer Rechten.